Willkommen zur letzten Folge in dieser Mini-Session. Wir sprechen mit Guran. Was gibt es diesmal? Sandor schickt mich. Der Schuster? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Krieger im Auftrag eines Schusters unterwegs ist. Sagen euch die Worte Tar, Guar und Schien etwas? Vielleicht eine alte Sprache, die ihr kennt? Keine Sprache. Ein Name ist das. Ein alter, verhasster Name. Der Kindsschlechter. Sein Name war Shin Targua, der letzte Hexer von Graufurt. In seiner Gier nach Macht erschlug er seine drei Söhne und opferte ihr Blut der Roten Horde. Doch die Horde betrog ihn, wie so viele andere. Das war noch vor der Zeit des Zirkels. Die Bürger Graufurts vertrieben ihn, als sie von seiner Tat erfuhren. Verbittert floh er in eine Höhle und verschloss für immer ihren Eingang. Dann sind es die Stimmen seiner erschlagenen Söhne, die seinen Namen verdammen. Ja, verdammt soll er sein. Na, ja, hin und her in der Reihe immer. Sandor. Höhle. Das ist eine Höhle. Einsatzbereit. Wer weiß. Bin unterwegs. Sollte die Höhle doch hier sein, da war aber auch nur eine Truhe versteckt. Dann können wir unsere Leute immer noch zurückbeordern. Ah, ihr seid zurück? Ich war bei Guran. Und? Was sagt er? Er glaubt, dass diese Worte den Namen eines alten Hexers bilden, Shin Targuar. Ein alter Hexer? Es gibt da eine Höhle in den Bergen. In ihr ist angeblich das Grab eines alten Hexers zu finden. Ich möchte wetten, dass sie voller Schätze steckt. Die Höhle ist mit einem Steintor verschlossen. Keiner konnte es bisher öffnen. Wenn es das Grab dieses Hexers ist, dann öffnet sein Name vielleicht das Tor. Kommt! Folgt. Oh Mann. Da fällt mir tatsächlich nur diese Höhle ein. Und wenn da jetzt gerade das Skelett rauskam, wird er sicherlich da rauskommen. Aber die waren eben Stufe 5, also eigentlich... Er macht bloß ein bisschen Sorge, dass der Typ dabei ist. Nicht, dass er überleben muss oder so. Das wäre dann nämlich ungünstig. Bereit für den Kampf. Unterwegs. Höhle in den Bergen. Berge.
Oh, diese verdammte Sucherei. Bereit für den Kampf. Alles klar. Damit ist doch nicht die Höhle. Augen offen halten. Wo soll das jetzt schon wieder sein? Oder haben wir den schon aus Versehen besiegt? Aber das können wir doch theoretisch noch nicht getriggert haben, oder? Also ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass es die Höhle sein wird. Außer, da ist auch noch eine. Bereit für den Kampf! Erwarte Augen euer Kommando! Offen halten! Bin unterwegs! Weil das für mich... Okay. Erwarte Befehle. Alles klar. Kein Berg ist. Jawohl. Was? Immer noch nicht? 400 Nahrung. Wieso? Den habe ich doch mit Sicherheit hier hingeschickt, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Oh. Ich raste aus. So, dann können wir mit den Händlern danach noch talken. Und dann müssen wir ihn hier noch besänftigen. Noch einmal Nahrung, dann könnte ich noch ein paar Leute hinschicken. Wo ist denn der Bob? Eine alte, verwitterte Höhle, die wohl einmal ein Grab war. Ein entferntes Flüstern ist zu hören. Vielleicht ist es der Wind. Nach Shintagua rufen. Als ihr den Namen aussprecht, beginnt die Luft zu beben. Etwas bewegt sich im Inneren der Höhle. Sie schlagen zu! Stufe 23, what the fuck?
What the fuck? Ich meine, theoretisch hätte man die Quest hier gleich am Anfang mit lösen können, als man mit dem gesprochen hat. Aber dann hätte man doch... Alter, dann wären wir doch voll abgestunken. Das kann's doch nicht sein. Da hatten wir richtig Glück, dass wir das nicht gleich gerafft haben, dass wir das hier mit lösen können. Da hätte ich ein paar Rekruten gehabt. Auch genau 30 Stück, weil wir nur das kleine Haupthaus hatten. What the fuck? Diese Hin- und Herreiserei immer. Aber vielleicht haben wir Glück und mit dem Nebenquest werden wir noch Stufe 21 erreichen, dann bevor wir richtig mit Hauptquest wieder weitermachen. Ich würde das nämlich alles gern noch vorher erledigen, weil ich nicht weiß, wie nah wir am Ende schon sind. Weil wir jetzt die Trolle bekommen, dann fehlen uns nur noch die Dunkelelfen. Und das ist stark von Vorteil, wenn wir einfach... Da fällt mir noch was ein. Wenn wir einfach schon mal... Was gibt es diesmal? Verdammt. Ich habe hier ein Buch von Shin Targuar. Lasst es mich sehen. Verschlüsselt. Ich kann zwar die Silben erkennen, aber keine Worte. Da müsst ihr wohl jemand anderes aufsuchen. Geht zu Darius Servi. Er lebt in Lianon. Er kennt die Verschlüsselungen der alten Gilden besser als ich. Redet mit ihm über das Buch. Hin und her. Es wäre halt gut, wenn wir dann schön vorbereitet sind. So, dann können wir theoretisch schon mal anfangen mit den Händlern ja noch kurz was zu gucken. Hier war jetzt soweit erstmal keiner weiter. Haben wir nur die hier. Dann die Händler hier am Markt. Und so viel haben wir dann ja eh nicht mehr. Das machen wir dann am Anfang der nächsten Session weiter. Dann geht's ab nach Lianon. Da haben wir jetzt zwei Sachen zu klären. Obwohl, war da nicht noch da? Nee, der Ariofrost war in Eloni, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir die durchbefreit. So, hast du irgendwas Feines? Stärke 4. Ausdauer 4, 5 Gold. Ich würde gern irgendwas kaufen ohne... Oh, what the fuck? Ohne Gold auszugeben. Erstmal. Und wenn es geht mit... Eine Waffe irgendwie. Naja, ist ja nicht so doll. So, die nächsten Händler sind erst wieder auf... Ah ne, da ist noch einer. Ansonsten erst wieder auf Markthöhe, glaube ich. Spitze bedanke mich. Bis dann.